man sollte vielleicht besser niemandem verraten, dass ich so begeistert von jemandem bin, der in Düsseldorf geboren ist. Naja, so gut fand ich den Siebert jetzt doch wieder nicht. Nein, also er macht, auch wenn man in seiner Vita so Städte hat, die man nicht aussprechen kann. Ja, ich hab das auch noch gesagt. Ja. Naja. Gleich mal erstmal wieder den Mund mit Seife ausweichen. Und es sind die ersten Fangesänge. Genau. Auch wenn das ein bisschen unangenehm ist, meiner Meinung nach. Zwei heiße Tipps bezüglich des Halbzeitgasts. Ich bin es nicht. Und es ist auch nicht Steffen Baumgart. In meinem Fall zum Glück. In Steffen Baumgarts Fall leider. Aber es ist auch jemand, der sehr interessant ist. Aber der Schiedsrichter pfeift zum dritten Mal. Es heißt, die erste Hälfte der Verlängerung ist vorbei. Er pfeift zum dritten Mal, Jakob. Naja, er hat zuerst zur Halbzeit gepfiffen, dann hat er zur Ende des regulären Spielzeits gepfiffen und jetzt pfeift er zum dritten Mal. Und zum Anstoß pfeift er nicht. Wirklich, ey, soll ich mal anfragen, ob noch beim Fußballradio Südstadt irgendwas frei ist, oder was? Jakob, möchtest du wechseln? Also die Laune hier ausgelassen bei uns beiden. Daniel und ich haben Spaß in Aachen. Es findet gerade eine Auswechslung noch hier statt. Waldhof Mannheim wechselt aus und wechselt ein. Es kommt mit der Spieler mit der Nummer 29, Kai Taruel. Kai Taruel ist ein Spieler, der bei unserem Nachbarn mal gespielt hat. Kann das sein? Ich wüsste jetzt nicht, welchen Nachbarn du meinst. Ja, du bist Nachbarn. Ich weiß nicht, den Namen, den können wir hier im Victoria Park nicht so häufig. Ach, diesen Nachbarn, ja, meinst ganz du? Genau. Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Er hat unter anderem auch mal in der Südstadt ganz genau, da hat er auch seine Zelte aufgeschlagen. Ja, richtig. Ja, was auffällt, auch die Wien Wiesbaden, mir ist beim Hinspiel gar nicht aufgefallen, hat die einen aktiven Fanblock haben, jetzt sogar in Einheitskleidung. Stimmt, das sehe ich ja auch jetzt erst. Ja. Und wenn sie nicht gerade bei Rente Fan jemand gebucht haben, also wie gesagt, das. sorry, der muss jetzt sein, Chris. Ja, Entschuldigung, also das Konter zu nennen ist ja eigentlich keine Ahnung. Ich nenne die Linie 4 ja auch nicht ICE. Legt den Ball zum rechten Strafraum-Eck zu Sven Köhler, der mit dem Ball! Oh! Ja, alles sehr friedlich hier. Hört ihr vielleicht eine Art, wie wir sprechen, aber man kann dem Braten nicht so sehr trauen, sagt man das so. Man kann dem Frieden nicht so sehr trauen. Deutschland, deine Sprichwörter. Ich bin sehr froh, dass du gerade kurz gesprochen hast, weil ich war gerade gedanklich vollkommen in der Situation verloren, wie Jonas Degenhardt irgendwann mal im Schaukelstuhl sitzt und seinen Enkeln erzählt, wie er mal Marcel Risse hat aussteigen lassen. Ja, was sowas von aussteigen lassen. Ey, wie ein gut gemeinter Busfahrer. Ey. In der Tat, ja. Palacios, starker Ball auf die rechte Seite zu. Sonntheimer, der jetzt rechte Strafraum-Eck ist, aber der Ball kommt nicht richtig an bei Simon Handler. Aber trotzdem Sonntheimer weiter auf der rechten Seite am Ball mit der Flanke Richtung Fünfer. Und ein Tor! Ja! Das war das Eigentor! Genau. Eigentor! Werden wir es nicht selber machen, macht es der SV Mitte. Was war das denn für ein Eigentor? Das war Völlig unnötig. Scharfe Flanke rein von der Victoria. Vom Fünfer, das war ein Flugkopfball-Eigentor. Also, Leute, dass ihr das gerade nicht seht, sondern nur hört. Unglaublich. Und ich kann endlich das anbringen, was ich schon die ganze Zeit anbringen wollte. Franz Panne da ganz nicht im Stile seines Namens, denn da hat er einiges anbrennen lassen im Zweikampf mit Luca Marseiller. Ja, jetzt habe ich mal hier eine schöne triviale Sache. Weißt du, warum Felix Heim eingewechselt wurde? Weil das der Pokalheld von Alemannia Aachen ist. Beim 2:1 gegen Wipperfürth bereitete er das 1:0 vor und machte den Siegtreffer gleich selbst. So, ich hatte gerade mal 0,5 Sekunden Chance zu antworten. Ich hatte Angst, dass du es weißt. Aber wir können klären. David Philipp jetzt am linken Strafraum-Eck mit dem Ball. Jetzt einfach Josef Amin. Philipp auf Amin. Amin kommt an den Ball. Und läuft ja. Irgendwie nur das Sonntheimer komplett frei. Patrick Sonntheimer ist da Ball, ist im 16er mit dem Schuss und das Ball sogar. Aber nochmal Sonntheimer. Nein, ich muss und jetzt Jastrzemski. Tor! Das ist das Tor. 1:0 für die Viktoria. Jastrzemski, was für eine Chance. Und vielleicht kommt jetzt mal der Konter. Nein, Patrick Sonntheimer. Mein Gott, der ist bissiger als jeder unterfütterte Wachhund.
Der kriegt hier jeden Ball. Der hat Platz. Der hat Platz, genau. Jetzt müsste er spielen in die Schmidtmenger rein zu Hansel. Der kann den Ball raus auf Sontheimer. Spiel auf Sontheimer! Ja! 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 Meine Güte! Franco, Gordon, Gebe! Schön gespielt! Und sehr richtig, der Jakob zeigt es mir gerade an. Wenn alles glatt geht, wird es da auch wieder eine Stimme aus dem Block geben. Ein Halbzeitinterview und gerüchteweise wird da der Kollege Christian, den ja der ein oder andere auch kennt, dafür sich zur Verfügung stellen. Mal sehen, was das so gibt, was da für Eindrücke aus dem Block. Also dieser Christian ist sich für mich zu schade. Aber wir haben Zeit. So. Lauterer Spieler, der Rondendo spielt den Liebe Ball. Liebe Zuschauer, Spiel aus! Zuschauer, das Klasse Spiel ist aus! Klassenerhalt für die Viktoria! 2:0 gegen den FC Kaiserslautern. Heißt für uns Klassenerhalt. Klaus, wir haben es geschafft.